Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Mit dem Video möchte ich nochmal ein paar Fragen beantworten, die ich immer noch bekomme und immer noch bekomme und immer wieder bekomme. Ich hatte auf MS Moldau vor, circa einem Jahr mal ein Video gemacht zum Thema Monetarisierung, zum Thema Steuern, zum Thema Let's Plays und generell die Rechtslage. Da möchte ich immer noch mal darauf hinweisen, das ist nur ein Hinweisvideo. Ich möchte euch nur die Richtung damit zeigen, was einem passieren kann. Das sind nicht alles Kann-Bestimmungen, was ich da drin erläutere. Im Großen und Ganzen ist das schon richtig, aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die eventuell Freibeträge haben, die eventuell nicht unbedingt was bei der Steuer angeben müssen, weil sie keine Arbeit haben, kein Arbeitslosengeld empfangen, kein BAföG empfangen und irgendwo allein in einer Bude hocken, Videos machen und unter einem bestimmten Freibetrag bleiben. Also wenn ihr das irgendwie hinbekommt, dann ist das eure Sache. Dann kann es sein, dass ihr eventuell keine Steuern bezahlen müsst. Kann sein. Aber das ist immer so eine Sache. Jetzt, also ich möchte mal nochmal eines klarstellen. Guckt mal her. Also jetzt schreiben mich ja permanent Leute an, die ja wahrscheinlich nur doch den einen oder anderen Euro auf YouTube verdienen. Auch mit klitzekleinen Kanälen. Und jetzt kommen die ersten Auszahlungen. Dann warum zum Teufel schreibt ihr irgendwelche Leute an, die A, keine Steuerberater sind, B, keine Anwälte sind oder C, generell eigentlich keine Rechtsauskunft dazu geben könnten? Ich meine, ich kann euch nur das berichten, was ich so erlebt habe in der Zeit, wo ich jetzt auf YouTube bin. Wenn ihr richtig rechtssicher sein wollt, wieso geht ihr nicht einfach zu den Stellen, die dafür da sind? Also ich meine, wenn jetzt jemand wirklich mal eine Auszahlung von 100 Euro bekommen hat und ist sich definitiv nicht sicher, warum schnappt diese Person sich nicht einen Fuffi von diesen 100 Euro und latscht einfach mal zum nächsten Steuerberater und macht mal ein unverbindliches Gespräch mit dieser Person, wo einfach mal die Dinge abgehandelt werden. Wie ist die persönliche Situation? Was verdiene ich? Bin ich an der Arbeit? Bla bla bla. Man bringt alles mit, legt alles offen und jetzt flackert meine Lampe hier oben, so ein Mist, raus mit. Und so kann diese Person euch mal richtig beraten zu dem Thema. So habt ihr absolute Rechtssicherheit, absolute Sicherheit, dass das, was ihr da tut, wirklich richtig ist. Absolut sicher seid ihr dann auch, wenn ihr wirklich keine Steuern bezahlen müsst, dass ihr es auch nicht angeben müsst. Und dann, ich sag mal so, das ist safe. Viele Leute, oder das beobachte ich permanent nicht nur auf YouTube, generell im Internet, viele Leute verlassen sich einfach nur auf das, was man irgendwo in einem Forum liest, man irgendwo in einem Video hört, man irgendwo so vom Hörensagen mitbekommt und auf dieser Basis versuchen jetzt Leute Geschäfte zu machen. Ich sag mal so, also sehr clever ist das meiner Meinung nach nicht. Also wenn ich versuche, mit irgendwas Geld zu verdienen, dann sollte ich mich auch versuchen, so weitestgehend abzusichern, dass ich wirklich sicher laufe, also rechtssicher laufe, Steuern sicher laufe. Es kann halt nur mal sein, dass eventuell jemand ein Gewerbe anmelden muss. Das kann euch aber nicht jemand im Video sagen, nicht ich und auch nicht SemberVideo. Auch SemberVideo hat recht mit seinem Steuervideo, ja. Aber ich möchte immer darauf hinweisen, es betrifft nicht alle. Nicht jeder kann sich mit dem Video rausreden. Es erspart euch einfach nicht bei größeren Einnahmen, wenn ihr dann doch mal zum Steuerberater geht. Und scheißt doch auf die paar Euro, ihr habt die doch eh verdient. Und da habt ihr die ausgegeben und dann seid ihr sicher. Wenn der sagt, ihr macht das so weiter, ist okay, dann ist das doch okay. Und wenn der halt sagt, ja, es tut mir leid, ihr müsst dann halt doch das und das und das begehen, dann macht das. Genauso ist es, ich sehe immer wieder viele Hartz-IV-Empfänger auf YouTube. Ist keine Beleidigung oder sowas. Ist ja schön, man will sich ein paar Euro nebenher verdienen. Aber auch diese Personen sollten ganz stark aufpassen, was sie da machen. Oder ich sag mal so, sie dürfen das ja. Aber es gibt auch da Sätze, was man dazu verdienen darf. Und wenn ihr da drüber liegt, ist das jetzt, bricht euch das nicht das Genick, aber dann wird die Arge euch das von eurem Arbeitslosengeld abziehen. Aber ihr müsst das ja im ersten Zug erstmal melden. Und wenn ihr das nicht gemeldet habt, dann ist das eine Hinterziehung von Leistungen und das kann ganz, ganz böse in die Hose gehen. Und das wird früher oder später sogar auffallen, weil Google meldet ja alle seine Ausgaben generell ans Finanzamt. Und solche Dinge sind auch noch Jahre später in Rechnung zu stellen oder wieder zurückzuholen, dieses Geld. Also die Arge ist da auch nicht zimperlich in der Hinsicht. Das dürfte mittlerweile auch schon aufgefallen sein. Also ich möchte halt immer nochmal zur Vorsicht ermahnen oder auch generell mit diesen Let's Plays. Ich kann es nicht mehr hören, Leute. Ich spiele keine Let's Plays. Und ich weiß, dass ich damals in dem Video gesagt habe, es ist nahezu unmöglich, die Rechte zu bekommen. Es hat sich mittlerweile ein bisschen was
ergeben. Es gab mittlerweile Minecraft, alle Welt spielt Minecraft. Gut, wer es sehen will, dann gibt es, ich kann das immer nur vom Hörensagen sagen. Es scheint zwei Hersteller zu geben, die eventuell Lizenzen rausrücken. Das wäre das eine Mal EA oder ja, EA. Und Nintendo hat da auch mal irgendwie Lizenzen rausgegeben. Das sind aber auch keine absoluten Freibriefe, das sind widerrufbare Lizenzen. Aber gut, ich will mich jetzt nicht in euer Kanalwesen einmischen. Wenn jemand jetzt Let's Plays macht und macht nur Minecraft und nur so ein paar alte Nintendo-Spiele und ein paar alte EA-Spiele, ob euch das so auf YouTube voranbringt, bin ich langsam am Bezweifeln, denn die Konkurrenz ist einfach im Let's Play-Sektor viel zu stark. Wer wirklich professionell Let's Plays machen will, wird früher oder später an einem Netzwerk nicht vorbeikommen. Das ist halt nun mal so. Und da müsst ihr euch halt an dieses Netzwerk dranhängen und darauf hoffen, dass die euch die Lizenzen besorgen. Da kann ich aber nur ermahnen, wenn ihr in ein Netzwerk eintretet oder beitretet, lest euch die Verträge sehr gut durch, denn das kann auch böse nach hinten losgehen. Aber im Großen und Ganzen, ich möchte wirklich nur mal, oder ich sage euch einfach, wie ich es mache. Wenn ich mit irgendwas Geld verdiene, verdammte Scheiße, dann muss ich mich darum kümmern, dass das ordentlich läuft. Das heißt, ich muss zum Steuerberater gehen, muss mal wenigstens nachfragen. Und jeder normale Mensch muss halt auch eine Steuererklärung jedes Jahr machen. Und dann ist doch das alles geklärt. Und es kann halt auch sein, wenn ihr über einen gewissen Satz verdient oder generell Leute, die arbeiten, wie ich auch, die regulär einem Job nachgehen oder irgendwo anders her Mittel bekommen, könnte auch sein, dass die eventuell ein Gewerbe anmelden müssen. Aber das ist alles euer Problem. Denn viele Leute, bin ich immer noch der Meinung, laufen hier immer noch voll auf dem Spaßfaktor. Also nach dem Motto, ey, ich habe hier Spaß auf YouTube und jetzt kriege ich noch ein paar Euro. Junge, ist das geil. Aber das, was, tja, in dem Moment, wenn Geld im Spiel ist, hört generell der Spaß auf. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Spaß in euren Videos aufhört, aber der Spaß hört so weit auf, dass ihr euch doch irgendwie mal Gedanken machen müsst, dass ihr wenigstens ein paar Sachen einhaltet. Sei es gesetzliche Regelungen, sei es urheberrechtliche Regelungen und sei es auch das liebe Finanzamt oder eventuell die GEMA, eventuell mit der Musik und so weiter und so fort. Da werde ich auch permanent noch gefragt zu dieser Musik und ich habe wirklich nur eine Meinung zu der Musik. Lasst es bleiben. Oder ihr müsst euch selber so informieren, dass ihr irgendwo Musik euch beschafft, wo ihr dann wirklich schriftlich irgendwas habt, das ihr es benutzen könnt. Denn ich kriege permanent E-Mails, Mark, ich habe jetzt eigentlich GEMA-freie Musik verwendet, wo mir eine Webseite zugesichert hat, dass ich sie verwenden kann. Aber YouTube hat mir die Monetarisierung gestrichen. Was soll ich da machen, ne? Ich meine, ihr habt da eure Gegendarstellung und da könnt ihr eure Lizenzen, die ihr habt, einreichen. Ach, ihr habt ja keine. Scheiße war es mit der Gegendarstellung. Dann ist halt das Video nicht mehr monetarisiert. Kann ich euch nicht helfen. Das ist halt nun mal so. Da hilft auch kein Geheule bei mir oder so. Ihr könnt wirklich nur die Gegendarstellung bei YouTube machen, wenn die es nicht annehmen. Dann gibt es noch ein paar Experten, die pitchen dann an den Liedern rum und so ein Kram. Heiß. Wenn das wirklich vielleicht doch nicht so rechtssicher war, könnte das auch in einer Schadenersatzklage enden. Könnte, muss nicht. 40 Leute kommen durch, drei entschärft's. Wenn du nun der eine von den dreien bist, dein Problem. Ganz einfach, so sieht das aus. Deswegen immer ein bisschen aufpassen, was ihr macht auf YouTube. Und tja, ich werde jetzt dieses Video mal mehr als Antwort verwenden, wenn ich halt diese Fragen bekomme, denn es ist immer noch Wahnsinn. Besonders am Wochenende kann ich mich so mindestens auf 20 dieser Fragen einstellen und über die Woche sind es zwischen 10 bis 100. Deswegen schredder ich dann nur noch dieses Video als Antwort raus. Es ist wirklich jeder für den Scheiß, den er baut, nun mal selber verantwortlich. Ich kann euch so ein bisschen meine Erfahrung mitteilen, aber es geht mir echt langsam auf den Sack, wenn ich den ganzen Tag dieselbe E-Mail schreibe. Und immer noch ein bisschen abwandeln muss, dass es immer auf denjenigen passt. Aber da schreibt man so seine DIN A4 Seiten runter. Und schlussendlich, tja, hilft man der Person doch eigentlich nicht. Weil es gibt die Stellen, nutzt die Stellen, lasst euch beraten, informiert euch und dann macht Videos. Und wenn ihr Geld damit verdient, herzlichen Glückwunsch. Aber ihr habt es richtig gemacht. Also, viel Spaß auf YouTube. Euer Marc und tschüss.